Die berühmtesten österreichischen Metal-Bands. Das Ganze gibt's jetzt. Los geht's. Als erstes Mal, wie legt man natürlich die 10 berühmtesten Bands aus Österreich fest? Ich habe mich dazu entschlossen, ich werde mal auf Facebook schauen, wie viele Likes die da haben. Werde dann noch so ein bisschen herumfragen, wer noch so findet, dass diese Bands so die 10 berühmtesten sind. Und das Ganze gibt es hier zusammengepackt in eine Liste, den Start macht Dornenreich. Black Death Metal seit 1994, anfangs hieß die von Thomas Stock gegründete Band noch Dunkelkind. Mit dem letzten Album Freiheit erreichten sie in den deutschen Charts Platz 56. Ja, bei der Band sieht es jetzt aktuell nicht so aus, als ob da jetzt noch etwas kommen würde, passt aber trotzdem in die Liste rein, weil Dornenreich eben so ein großer Teil der österreichischen Metal-Szene ist bzw. war. Auf Platz 9 haben wir Elende. Das Musikprojekt wurde 2011 in Graz gegründet und zählt auch zum Black Metal, eine Mischung aus Atmospheric und Post-Black Metal. Der Name beruht auf dem mittelhochdeutschen Wort Elende, welches so viel wie in einem fremden Land ausgewiesen oder fremd und verbannt bedeutet. 2011 gegründet, ging es bereits 2012 auf eine Tour mit Session-Musikern. 2014 folgte dann die erste Europa-Tour. All Faces Down findet bei mir den 8. Platz. 2010 gegründet, gibt's von der 5-Mann-Band bereits ein Album und ein neueres Album ist so in der Mache. Ein paar Singles, Days Like These oder Stop to Fall, zählen zu den beliebtesten Tracks der Truppe. Mastix Come zählt wahrscheinlich zu den ältesten Bands aus Österreich. Seit 1992 gibt es die Salzburger Grindcore bzw. Death Metal Band. Mittlerweile wurden Mastix Come für einen Amadeus in der Kategorie Hard and Heavy nominiert und haben bereits viele Songs auf Lager. Highlights von meiner Seite aus wären dabei My Mind's Mine und Constructed. Auf Platz 6 haben wir Summoning. Mit ihrem Hit Long Last to Where No Pathway Goes haben sie bereits einen Orden bekommen für den kürzesten Songtitel, der jemals geschrieben wurde. Nein, Spaß. Sie haben bereits mehr als 1,6 Millionen Aufrufe auf YouTube eingespielt. Grundsätzlich spielen sie einen experimentellen und keyboardlastigen Black Metal. 2018 erschien das neueste Album With Doom We Come, das auf Tolkiens Literatur beruht. Platz 5 belegt die Symphonic Power Metal Band Edenbridge aus Österreich, besser gesagt aus Oberösterreich. Aktuell sind sie in Japan auf Tour und touren gerade für ihr neuestes Album The Great Momentum. Auch sie zählen zu der älteren Gruppe von österreichischen Bands. Seit 1998 gibt es die Band bereits. Bereits in den Anfangstagen schrieben sie bereits schon Hits wie Schein. Und mit diesem Album bin ich auch auf die Band damals gestoßen, also nicht 2004, wo das Album rauskam, ungefähr so, keine Ahnung, was wird es gewesen sein, 2012. Außerdem besitze ich noch das Album Arcana, wobei ich von dem jetzt gerade nicht so viel in Erinnerung habe. Weiter geht's mit Harakiri for the Sky auf Platz 4, Post-Black Metal von Salzburg und Wien. 2011 kam das erste Album selbstbetitelnd raus, also Harakiri for the Sky. 2018 dann das Album Arsen, das mich so wirklich zu Harakiri for the Sky geführt hat. Und ja, ich finde auch, dass das beste Album ist. Von denen ist eigentlich jeder Track, der oben ist auf dem Album, ein ja, Meisterwerk. Jeder steht für sich alleine, könnte man sagen. Also meine Lieblingsband von der Liste. Auf Platz 3 befindet sich Visions of Atlantis. Die Symphonic Metal Band wurde im Jahr 2000 in Bruck an der Mur gegründet. Mit dem neuesten Release The Deep and the Dark spielten die Österreicher 1,7 Millionen Aufrufe auf YouTube ein, also ist wirklich ein Top-Niveau für eine österreichische Band. Außerdem noch erwähnenswert sind die Titel Nothing Lasts Forever, Winter Night oder Maria Magdalena, wo ich hier das Album zu Hause habe. Nicht fast Platz 1, aber auf Platz 2 befindet sich Serenity. Power Symphonic Metal, männlich gesungen, mit viel Kitsch aus Österreich, besser gesagt aus Tirol. 2001 gegründet wurde die Band bereits mit einem Amadeus ausgezeichnet und nach einigen Alben kam dann 2017 ein neues Album namens Lionheart heraus, das wohl das weichste Album oder auch das softeste Album ist, das von denen existiert, trotzdem aber natürlich nicht schlecht ist. Auf Platz 1, wie könnte es anders sein, Belphegor. Belphegor wurde 1991 gegründet und ist dadurch auch eine Band der älteren Generation von Österreich. Damals hieß die Black- bzw. Death-Metal-Band noch Betrayer. Schließlich benannten sie sich nach dem Demo Belphegor um. Diese ist in der jüdischen und mittelalterlichen Dämonologie, wichtig in Dämonologie, vertreten. Weiters wurde gegen Belphegor, ich glaube 2017, ein Indizierungsverfahren eingeleitet, das allerdings mit grünem Licht für die Band ausging.
Und meine Anspieltipps von Belphegor wären Conjuring the Dead, Lucifer, Incestus, das war dann auch das Album, das wegen dem Indizierungsverfahren, also gegen das das Indizierungsverfahren gelaufen ist, Devil's Son oder In Blood. Ja, ich hoffe, euch hat die Liste gefallen. Wenn sie gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, damit ich das sehe, dass sich die ganze Mühe gelohnt hat. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, mehr über die österreichische Metal-Szene zu erlernen, dann abonniert den Kanal. In Kürze werden jetzt dann noch Videos kommen von mehr österreichischen Bands, die man kennenlernen sollte. Von der österreichischen Metal-Szene generell, das alles wird jetzt durchkommen, habe ich so im Plan, weil ich finde, wäre wirklich eine geile Idee. Also wenn ihr das auch seht, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, damit ihr es dann auch nicht verpasst. Ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare, was so eure Lieblingsband von Österreich ist. Würde mich wirklich interessieren. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao and stay heavy.